Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3, The Wild Hunt, mit den Herzen aus Stein und dem Blut und dem Wein. Ja, Geralt spielt jetzt auf Blut, Schweiß und Tränen und ja, wir haben eine Monsterjagd vor uns, die so leicht über unserem Level ist. Sag mal, Geralt, was erkunde mit Hilfe der Extrasinne die Tunnel? Was denn für... Wo willst du denn hin? Wofür hast du denn den Schlüssel geben lassen? Und willst du hier rein, oder nicht? Okay, doch. Aha, hier ist die Truhe. Die Bretter lassen sich anheben. Ja, erst rein. Machen wir sofort, ich will nur mal hier... Sonst ist hier nichts. Nur, was ist das da? Fellstücke. Ein Ekima hat hier geschlafen, bis er von den Dörflern geweckt wurde. Aha. Sarasti. Was ist das? So was hier, oder was? Ne, das ist halt. Sarasti. Vampiröl und Igni. Ja, sauber. Ich habe Igni auf die Schuhe drauf gemacht. Na gut. Wo war? Gibt's ja eigentlich mal wieder was? Blaues Mutagen. Komm, hau rein. Großet, hau rein. Grünet. Noch ein Grünet. Großet, grünet. Tanzender Stern. Verbesserter tanzender Stern. Überlegener tanzender Stern. Scheiß die Wand an. Verbesserter Donner. Verbessertes Reliktöl. Gut. So. Verbessertes Vampiröl. Nehmen wir. Greifenabsud. Werwolf. Ekima Absud. Nehmen wir. Ziehst hier rein, Geralt. Und dann ab da runter. Ist er? Ja, ich komm. Kalle. Alles klar. Junge. Verdammt.
Das war aber knapp. Ich habe vergessen, wie man ausweicht. Das war sehr, sehr knapp. Huh. Wie komme ich denn auf X ausweichen? Hab schon, ja, jetzt gehst du drauf. Nehmen wir auch mit. Sonst noch was hier? Nicht wirklich, wa? Gut. Hexer, meine Herren, du hast aber... Ganz knapp. Überlebt. Naja, gewonnen ist gewonnen ist gewonnen, ne? Guten Tag. Gute Götter, er lebt. Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir. Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Pflock durchs Herz gestoßen? Ich habe getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel runter. Ekimen sind keine Einzelgänger. Wir haben dich nicht beauftragt. Trotzdem hast du genau. Dir... Genau. Meine Bezahlung. Leb wohl. Furchtloser Vampirjäger. Trophäe erhalten. 22 EP kriege ich nur. Okay, 210 Kronen. Das Rätsel der Morde vom Kleinweg. Alles klar. Aber da fehlen noch 108 EP. Was haben wir denn noch hier an Hexeraufträgen? Bestie von Ehrendorf. Das Bienenphantom. Wo ist das denn? Ja gut. Gucken wir uns das Bienenphantom an. Ist ja hier irgendwas in der Nähe noch? Ne. Alles ab. Ja, hier oben, aber. Drauf geschissen. Ja, guten Tag. Holofernus Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Bist Hobbit. Du mit Rico Meiersdorf verwandt? Ja, mein jüngster Sohn.
Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Naja, wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Hier entlang, folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. So geil, wie die Kleinen laufen. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Frost bedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, hä? Blut. Trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Das Bienenphantom möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Das ist ganz schön schwer. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Enttäuschend. Aber nur gut. Was hier wird? Ich sehe nicht viel, egal. Warum führst du mich denn hier hin, wenn hier nichts ist? Der Wind heult.
Aha. Kein Teich ohne Ertrunkene. Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Schungens. Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Aha. Verschlossen. Ich habe den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Okay. Geralt? Öffne den Keller. Ja, wie denn? Hier mit... Geht nicht. Naja, so. Bienenphantom. Ein Hund der wilden Jagd. Wie zum Henker ist der hierher geraten? Plötzlich holt dich ein. Ey, Köter, was ist denn los? Stell dich! Köter. Das ist nicht dein Tag. So, was gab das denn hier für eine Trophäe?
Ekima-Trophäe, Bonus-Erfahrung bei Monstern. Habe ich nicht. Na gut. Plötze. Ja, ist doch gut. Mein Freund. Du hast eine Quest für mich, sehe ich gerade. Was ist denn passiert? Als wäre der Krieg nicht genug, Herr. Ich verliere meine Hühner. Wovon soll ich leben, hä? Hast du die Diebe gesehen? Welche Diebe? Meine Hühner werden von Monstern gestohlen. Aha. Einen gewöhnlichen Dieb würde ich mir selbst zur Brust nehmen. Aber Monster? Was kann ich da tun? Ich kann dir helfen. Nicht umsonst. Aber du bist schon im fortgeschrittenen Alter, da nehme ich nicht viel. Papalapap, nicht viel, sagst du jetzt. Aber am Ende nimmst du es doch vom Lebendigen. Ach, aber ich habe ja sonst niemanden. Meine Hühner verschwinden seit etwa einer Woche. Eins nach dem anderen holen sich die Biester. Sie holen sie einzeln? Interessant. Haben die Monsterspuren hinterlassen? Ja, Wolfsspuren. Nur seltsam. Es ist, als wären die Wölfe auf den Hinterläufen gegangen. Mhm. Und sag mir nicht, wie der Klugscheißer Josef aus Niederwirr, dass ich mich irre. So gut wie ich kennt sich sonst kaum einer mit Spuren aus. Mein Mann war der beste Wilddieb weit und breit. Mhm. Verstehe. Ich würde mir die Spuren trotzdem gern selbst ansehen. Ja, aber das machen wir irgendwann später, gute Frau. Ich muss erst los, mal... Los, lauf! Das Bienenphantom. Wie ist das gelaufen? Hast du das Phantom vertrieben? Novigrad ist voller Geizhälse. Die Geizhälse sich andere Geizhälse übers Geizhälse. Sein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer! Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Genug für heute, Jungs. Gehen wir rein. Da hat er recht. Wir müssen die Körbe Stufe wieder aufbauen, 22. Die der Hund zerstört hat. Arbeit, ja, schick. So, was war das da gerade mit der Oma? War auch ein Hexerauftrag, ne? Oder war das eine Nebenquest? Weil wir gerade hier in der Nähe sind, ne? Können wir den gleich mitmachen. Das Bienenphantom. Meine Herren, das ist aber auch... ganz düsteres Wetter gerade. Wolfsspuren, in der Tat. Aber da stimmt doch was nicht.
Wolfsspuren. Daneben kleine Fußspuren, aber keine Kampfspuren. Hm. Kleine Fußabdrücke. Interessant. Ein Doppler? Oder wie die Viecher heißen? Peter, er hat ein Schwert! Ein Soldat! Der kriegt uns nicht lebend! Ich tue euch nichts. Was machst du dann hier? Hat dich der Hauptmann mit dem schwarzen Schnurrbart geschickt? Ich weiß nichts von einem Hauptmann. Ich bin den Spuren der hühnerklauenden Monster nachgegangen. So eine Aufregung wegen ein paar dürren Hühnern. Die alte Dame mochte sie sowieso nicht besonders. Sie hat sie immer angeschrien. Und sie sieht wie eine Hexe aus. Was macht ihr im Wald? Wo sind eure Eltern? Die Soldaten haben sie gefangen. Wir sind über den Fluss. Da haben sie uns entdeckt. Wir sind gerannt. Aber Mama und Papa hatten das Gepäck. Sie haben gesagt, wir sollen fliehen. Und seitdem lebt ihr alleine im Wald? Na klar. Wir finden viele Sachen und klauen ein paar. Wir kommen irgendwie zurecht. Ja, wie habt ihr Wolfsspuren hingekriegt? Woher kommen die Wolfsspuren? Papa hat mal einen Wolf erlegt und wir haben alle eine Glückspfote gekriegt. Die haben wir uns an die Schuhe gebunden. Denn Wölfe stehlen ja Hühner, nicht? Schon, aber normalerweise nicht einzeln. Ihr überlebt, indem ihr von anderem klaut. Das kann nicht gut gehen. Ihr solltet jemanden um Hilfe bitten. Wer würde uns denn helfen oder uns aufnehmen? Sobald wir alle Hühner haben, gehen wir tief in den Wald. Peter sagt, dass wir jagen, Tierfelle tragen und ein Zelt aus Blättern machen. Und nie erwachsen werden. Das ist noch der wahrscheinlichste Teil. Viel Glück dann. Und passt auf euch auf. Peter Pan oder was? Ja, dann überzeugen wir mal die Frau, die Kinder aufzunehmen. Sieht nach Regen aus. Ach. Du bist ja... Und, Hexer? Was gibt's? Ich habe ein paar Kinder im Wald gefunden. Die hatten deine Hühner gestohlen. Ah, Kinder, wie? Und, sind sie auch auf Wölfen geritten? Das sind keine Wölfe. Die Kinder sind nur klug. Wenn sie ein Gramm Verstand haben, bleiben sie jetzt weg von meinem Hühnerstall. Nimm sie doch bei dir auf, dann beklauen sie dich nicht. Ja, aber dann muss ich sie ja durchfüttern. Davon habe ich nichts. Aber, tja, ich denk mal drüber nach. Mehr nicht. Ich denk mal drüber nach und dann... Was ist denn mit der Wolfsausrüstung? Ja, es scheint fast so, ne, als wenn wir danach nach Skellige langsam mal aufbrechen sollten. So was, komm. Wir holen uns mal da
noch die Aufträge plötze. Das sieht so geil aus, das Game, ne? Dann querfällt ein. Leute, hütet euch vor den Rumtreibern aus Velen. Die sind samt und sonders Diebe, Wegelagerer, Halunken und Idioten. Ich habe einige als Feldarbeiter eingestellt, doch anstatt Unkraut zu jäten, haben sie Knollen ausgebuddelt und Droh gegessen. Woraufhin sie natürlich krank geworden sind. Wenn ihr solche Leute trefft, verjagt sie am besten mit einem dicken Knüppel. Mein Esel hatte zwei Krippen zur Auswahl. Eine voller Hafer, die andere voller Stroh. Aber der sture Kerl ist verhungert. Der Kadaver ist noch frisch und taugt für Würste. Wenn ein Metzger Bedarf hat, kommt er zur Kobe. Ich suche einen kundigen Gärtner, der meinen Park derzeit im temerischen Stil auf nilfgaardische Art neu gestalten kann. Meine Familie ist in den Käsehandel eingestiegen. Ich suche Großabnehmer für meine Waren. Wisset, dass mein Käse auch die verwöhntesten Novigarder Gaumen erfreuen werden. Ich bin aus Velen hierher geflohen. Ich habe nichts zu essen. Ich tue alles, dass mir eine Schüssel warmes Essen einbringt, selbst wenn es Grütze sein sollte. Weißes Haar. Ich zaubere ein Lächeln auf dein Gesicht. Ich stelle jede Frau mit weißem Haar zufrieden, egal wie alt, welches Volk, welche Erscheinung, ob ich dich ins Heu werfen oder kluge Konversation mit dir führen soll, ich mache alles. An meiner Gesellschaft interessierte Damen können an diesem Anschlagbrett eine Nachricht mit ihrer Adresse hinterlassen. Wenn ein strammer Bursche namens Odrin bei dir klopft, das bin ich. Das ist ja mal überhaupt nichts für uns dabei gewesen. Huge. Ja, dann ich würd ja schon fast sagen, dann machen wir uns auf den Weg nach Skellige. Wenn dem dann so hier ist, ne? Kann ich ja nicht ändern. Haben wir ja fast alles abgegrast. Brauchst du etwas, Meister? Ich weiß, wer das Quartier der Hexenjäger niedergebrannt hat. Aber keine Sorge. Ich mag diese Ziegenficker auch nicht. Dummheiten, Söhnchen. Du verfluchter Wasser ist er! Auf ihn! Er läutert ihn bloß! Auf ihn! Level 1, echt? Oh. Level 1 verkloppe ich doch gerne. Komm, steck mal weg das Ding. Wo ist der Typ hier? Der Betrüger. Anderling, nicht wahr? Deinesgleichen findest du hinter den Mauern. Nicht da, wa? Na gut. Der Bizier. Der Bizier? Bizier habe ich das Geld. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los?
Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man dich seekrank. Bereit zum Ablegen? Ja, sehr schön. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück. Und auf meine starke Atropos. Atropos. Leinen los! Wow! Richtig geil. Skellige. Jungs! Habe ich jetzt Schwein gehabt oder ist das gescriptet? Ey, wie kämpfe ich heute scheiße? Junge. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Nicht? Fledderst du jede Leiche, die an Land gespült wird? Eine Leiche zu plündern ist kein Diebstahl. Ich bin ein Inselbewohner. Ich sähe nicht und ich ernte nicht. Das Meer bringt mir meine Nahrung. Du warst auf der Atropos, oder? Ja. Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Art Skellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei, wie es für Hexen üblich ist. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus.
Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Wie heißt du? Steingrim. Nun, Steingrim, ich mag dich nicht. Um ehrlich zu sein, würde ich dir am liebsten eine runterhauen. Nur zu, Fremder. Versuch's. Erwarte keine Gnade! War das genug? Bring es jetzt besser zu Ende. Er klatscht. Sonst bist du gleich geliefert. What? Das war ein guter Kampf. Das sollte vorerst reichen. Du kennst den Weg nach Kehrtrolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden. Dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke. Mach's gut. Eischerlerstiefel. Alter, hat's aber komplett zerrissen hier, das Ding, ne? Was sind das für Flieger da? Was? Junge Frau mit Flügel dran. So kann er aber nicht hier. Ordentlich wird hier. Da habe ich den Tausender, den ich bezahlt habe, bleibe da drin. Hoffe ich. Diamantstaub. Ja, ich glaube, der 1000 ist hier da drin. Ein Sirenenversteck. Ich muss es zerstören. Die waren aber schnell, wa? Wo ist er? Komm schon, komm näher. Kerle, komm runter. Haben wir das?
Nett. Nett, 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 nett. So, und hier liegt dann dein Gekrösel. Skellige Geschichte und Geografie. Ich wollte nur mal schnell hier alles looten. Und hier ist auch ist andere Musik, ne? Wer ist das? Keine Ahnung, wer das ist. Knödel. Alter, was hier alles rumliegt. Super. Da hinten leuchtet auch noch was. Magie. Ein Ort der Macht. Ach so, das Ort der Macht. So, nehmen wir mit, ne, den Ort der Macht. Ist hier sonst noch was? Alter. Ist wohl nichts zu machen, ne? Na gut. Jut, jut, jut. So, an der Stelle soll's gut sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind auf Skellige angekommen. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee war oder eben nicht. Ich wünsche euch was. Bye, bye.